Wenn wir die Gesamtzusammensetzung Kollegokontrite anschauen, sehen wir sehr charakteristische Elementmuster. Und das ist einmal hier in diesen beiden Plots dargestellt. Für beide Plots gilt, auf der x-Achse sind die Elemente dargestellt. Es ist also ein Kategorieplot. Auf der y-Achse im unteren Diagramm ist die 50% Kondensationstemperatur der Elemente aufgetragen. Und man sieht sofort, diese Temperatur nimmt nach rechts ab. Das bedeutet, nach rechts gibt es eine abnehmende Volatilität. Im oberen Plot ist auf der y-Achse die Zusammensetzung der Kondrite dargestellt, und zwar normalisiert auf Ci und Magnesium, was auch bedeutet, dass das hier nicht Gewichtsprozent sind. Die Konzentrationen sind Gewichtsprozent, aber eigentlich ist das hier ein Massenverhältnis. So ist es ganz korrekt. Dann sind auch noch dargestellt oder angezeigt die kosmochemischen Gruppen der Elemente. Einmal die refraktären Elemente, die gehen bis hier. Dann kommen die Hauptelemente bis hier, dann die volatilen Elemente bis hier und schließlich noch die hochvolatilen Elemente, die bis hier gehen und die auch plateauvolatile Elemente genannt werden. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und natürlich sind die unterschiedlichen Gruppen der Kondrite dargestellt, Cm, Co, Cv, Cr und CK. Jetzt zunächst kurz auf das untere Diagramm eingehen. Was man hier erkennt, ist, dass die refraktären Elemente in etwa alle eine ähnliche Kondensationstemperatur haben. Die Hauptelemente haben auch noch in etwa ähnliche Kondensationstemperaturen, geringer als die refraktären natürlich. Bei den volatilen Elementen sieht man aber sofort, dass hier die 50% Kondensationstemperaturen sehr stark abnehmen und auch monoton. Also hier gibt es nicht irgendwie einen Knick oder sowas, nicht so, dass das Ganze hier ein bisschen abnimmt und dann plötzlich vielleicht so abfällt und dann wieder gerade ist oder sonst irgendwas, sondern das ist ein monotoner Abfall in den Kondensationstemperaturen. Jetzt schauen wir uns den oberen Plot an. Da sehen wir zunächst, dass die refraktären Elemente alle innerhalb eines Kondriten untereinander einigermaßen ähnlich sind. Vielleicht nicht so ganz bei den CKs und auch den CVs, da sieht man doch einiges an Gewackel, aber bei den anderen sind die Elemente untereinander relativ ähnlich. Also dieses Element in CMs und dieses Element in CM haben in etwa die gleiche normalisierte Konzentration. Also die refraktären Elemente alle ungefähr gleich. Dann kommen die Hauptelemente, die sind in etwa Ci-kondritisch. Auch untereinander und auch untereinander haben sie ungefähr ähnliche Konzentrationen. Dann die volatilen Elemente fallen tatsächlich sehr stark ab. Also erkennt man auf einmal einen ganz klaren Trend hin zu geringeren Konzentrationen mit zunehmender Volatilität. Dann allerdings gibt es einen Knick hier. Hier gibt es einen Knick und die volatilen Elemente innerhalb eines Kondriten untereinander haben alle die gleiche Konzentration. Nicht zwischen den Kondritgruppen, die haben unterschiedliche volatile Elementegehalte, aber Elemente, also die volatilen Elemente untereinander, haben die gleiche Konzentration. So, wenn wir das jetzt vergleichen hier mit den volatilen Elementen, dann sehen wir einen Unterschied. Während die refraktären Elemente, also hier vorne, die Hauptelemente und die volatilen Elemente alle ungefähr einen gleichen Trend zeigen, also die refraktären haben alle ungefähr die gleiche Konzentration, haben auch alle sehr ähnliche Konzentrationstemperaturen, bei den Hauptelementen auch. Die volatilen Elemente fallen dann ab, die haben auch unterschiedliche Kondensationstemperaturen. Und plötzlich hier bei diesen hochvolatilen Elementen, die eigentlich auch weiter abfallen in den Kondensationstemperaturen, sehen wir hier oben bei diesen Elementmustern, dass die flach sind. Also da ist irgendein Unterschied, den wir erklären müssen. Zunächst mal, warum gibt es überhaupt diese Volatilverarmung? Und was man da als ganz klassische Erklärung praktisch heranführt, ist, dass wenn wir diesen Plot einmal hier anschauen, normalisiert auf Ci und Mg, das heißt bei 1 befindet sich die Ci-Zusammensetzung, die ist ja normalisiert auf sich selbst und damit immer 1, weil alle Konzentrationen durch sich selbst geteilt werden. Und dann gucken wir irgendeinen anderen Meteoriten an, von mir aus Cm oder Cv, dann sieht es in etwa so aus und dann gibt es diese volatile
diese Volatilverarmung, der volatilen Elemente. Und diese Volatilverarmung, also das hier, wird gerne erklärt, indem in einem Reservoir die volatilen Elemente nicht alle kondensiert sind, also eine unvollständige Kondensation da war und deshalb diese Elemente im Chondriten verarmt sind. Man könnte auch sagen, vielleicht war das Material da, alles ist kondensiert und dann ist es heiß geworden, ein Teil ist evaporiert, aber eine unvollständige Evaporation, dann könnte man ein ähnliches Muster erwarten. In jedem Fall würde man erwarten, dass dieses Muster aussieht wie hier, entsprechenden Kondensationstemperaturen, dass es eben bis auf nahe Null abfällt. Also dass die hochvolatilen Elemente alle immer geringer konzentriert sind. Was man aber beobachtet, ist jetzt dieser Knick hier. Und die Frage ist, wie erklärt man diesen Knick? Dieser Knick ist ja flach. Und was eben auch flach ist, sind die CI-Chondrite. Ja, die haben hier auch ein sozusagen flaches Muster aufgrund der Normalisierung. Und deshalb ist die Erklärung, dass hier noch etwas CI-Material zugemischt wurde. Und diese Zumischung erhöht dann wieder die Konzentration der hochvolatilen Elemente in den Meteoriten. Man hatte also einen Zwei-Stufen-Prozess. Erstens die, sagen wir mal, unvollständige Kondensation oder Evaporation und dann als zweites eine Zumischung an CI-Material. Und auf diese Art und Weise können wir dann diese Muster erklären. Also diese plateauvolatilen Elemente, deshalb heißen die auch plateauvolatile Elemente dann, haben eine Zumischung erfahren an CI-Komponente, nachdem diese volatilen Elemente durch unvollständige Kondensation oder Evaporation dieses Volatilverarmungsmuster hier erhalten haben. Wichtig ist dabei, dass wenn wir die Elementmuster der kohligen Chondrite anschauen, wir etwas über das Reservoir, in dem diese Meteorite entstanden sind, erfahren, nämlich ob es da diese Art von Kondensation, Evaporation gab und noch eine spätere mögliche Zumischung an zum Beispiel CI-Material. Und das ist, was wir lernen können aus den Gesamtzusammensetzungen kohliger Chondrite.